So, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Hallo. Heute sind wir Noch wieder nur länger. zu zweit, aber macht ja nichts. Der Wille zählt. Ich denke an Joshua dabei. Oh mein Gott, die Maus dreht sich. Fast eine tolle Maus, wenn ich das so sagen darf. Ja, was Das machst soll du hier eigentlich. Schönes? Ich ernte das Zeug ab. Ach Gott, Maus, was ist denn los? Das ist ja abartig. Irgendwo auch nur bei den Let's Plays. Nee, das ist. Oh, das ist natürlich eine gute Maus. Ach, komm schon wieder. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich war gestorben. Dann hast du deine Sachen aufgehoben, wir hatten aufgehört zu spielen. Stimmt, meine Sachen. Ich muss meine Sachen sortieren. Oh. Wie kommt das denn jetzt? Ich habe einen Kompass. Nein. Wieso hast du einen Kompass? Ich muss ihn irgendwo hinschmeißen. Nicht in mein Zimmer. Ja, tut mir leid mit dem Kompass hier. Ich war auf dem Server. Wenn wir kein Let's Play aufgenommen haben, unterbietet sich der Server. Der Kompass ja ganz gut an, um durch Wände zu gehen. Ja, der baut bereit nämlich schon mal für alles vor für die 50 Abonnenten, Gerrit. Ja, sozusagen. Wir haben so nebenbei noch ein kleines Bauprojekt am Laufen, wenn man es klein nennen kann. Was stirbt hier gerade? Ich war das. Gut. Und ja, für das Projekt bin ich halt immer im Creative Mode. Oh, bin ich doof. Was machst du jetzt schon wieder? Nur Mist, mal wieder. Wir wollten noch die zweite Etage unten dran bauen, hatten wir noch beschlossen von meinem Zimmer. Wir Ja, bräuchten wir aber denn erstmal bei Tagesanbruch Licht. Dann könnten wir auch gerade ausprobieren, ob das funktioniert, weil ich. Oh, wieso bin was ich. Wir brauchen. funktioniert? Wenn wir uns beide gleichzeitig ins Bett legen. Ach so, ja. Dann Tag wird. Geht gut nicht mal in dein Bett. Dann komme ich auch. Ist schon Ach. Nacht? Ja. Ist keine Nacht, du bist Nacht. Klar, ich lieg im Bett. Okay. Willst du mich verarschen? Mir war so. Da komme ich da rein, der pennt in meinem Bett. Hier. Oh. Toll, jetzt bin ich aus dem Bett draußen. Und es ist Tag, oder? Ja. Das klappt doch, wunderbar. Jetzt können wir die Nächte überbrücken. Ah ja, super. Wir sind sowieso nur in irgendwelchen Höhlen. Da fällt es gar nicht so auf, dass Nacht ist. Finde auch. Ja, also hier müssen wir uns noch was überlegen. Der Abgang ist hier nicht so elegant. Ich spüre immer leichte Schmerzen, wenn man aufsetzt. Wie nicht so elegant, also ich fand ihn ganz gut gelungen. So. Mal gucken, was mir alles wegrobben kann. Ja, das hatte ich befürchtet. Toll. Hast du unten wieder alles geflutet? Nein, nicht alles. 30% steht unter Wasser. Auch gut gelaufen. Frage. Ah, cool. Welches Texturenpack benutzt denn der Joshua? Ich weiß nicht. Mieser, glaube ich, irgendwie. Miese, das gute Alte. Kann man für Texturenpacks eigentlich Geld verlangen? Naja, kannst ja mal probieren, ob der einer Geld vergibt. Der muss ja schon richtig gut sein. Als für Miese, das wird, glaube ich, jemand Geld ausgeben. Ja. Glaube ich Die Möglichkeit persönlich. besteht. Oh, ich hasse es, Bücherregale zu machen, wie schon gesagt. Tja, Am Rande so. ja. Oh. Wer ist denn ins Wasser gefallen? Ja, nur solche komischen Idioten fallen ins Wasser. Du hast nicht zufällig, ach, ich gehe jetzt erstmal Holz hacken. So, so, so. Holzhacken ist eine Idee. Oh, ich habe sogar noch eine Ja. Hacke. Ist ja Ich was habe sogar fallen auch lassen. eine Hacke. Gehen wir zu zweit Holz. Richtig, ich war auch richtig dazu. Ich gehe. Ich gehe hier hinten hin, weil hier Ja, ich gehe auch mal ein bisschen was erforschen. stört es mich, wenn die Bäume wechseln. Unauffälliger. Meine finden ja nicht mal zurück. Ja, das wäre. Ach, da bist du ja. Wieso hast du einen halben Baum hier nebenan gegraben und nicht weiter abgegraben? Habe ich nicht, es war bestimmt ein Enderman. Das ist natürlich ein Argument. Die kommen in der Nacht und ändern immer alles. Deswegen heißen sie auch Enderman.
Bist du schlauchig? Das ist mir noch nie aufgefallen. Deswegen erzähle ich's, deswegen erzähle ich's. Mann, bin ich doof. Im Vergleich zu Richie verblassen alle Menschen. Ja, aber mal richtig. Ja, habe ich keine Chance gegen dich. Ist einfach viel zu schlau. Ja. Ich beuge mich in Demut vor dir. Nicht! Nicht! In your face! Ja, guck mich mal an, guck mich mal an. Dann puncht mich nur, wenn ich zu dir guck. Gar nicht. Ich wollte nur in your face machen. Wo bist du denn, Richie? Ich möchte auch mal was zeigen. Ich habe ein paar Kuscheltierchen, die wollte ich dir zeigen. Ich zeig dem Schaf hier mal was. Welches Schaf denn? Machst du jetzt lieb mit dem Schaf? Das nein, jetzt kann ich es dir nicht mehr zeigen, das Schaf. Hast du umgelegt? Nein, das ist... Hat es wehgetan irgendwie. Ja, das soll man schon mal schon... Soll schon mal vorkommen, ach du Scheiße. Gut Deutsch, Tim, gut Deutsch. Ja, richtig gut. Sie sind einmal um die Bucht rumgelaufen, sondern hat sie nicht so viel gebracht irgendwie. Nö, ach. Keine Ahnung, wo wir sind. Toll, da hinten ist Dschungel. Ach, ich geh mal hinten zu den komischen, kleineren Bäumen, die lassen sich besser abbauen. Hier hätte man schön ein Strandhaus hinpflanzen können. Was genau. Heißt denn hätten? Wir sind erst sehr am Anfang. Hier hätten wir anfangen können. Hat gerade gelagt. Da und hier ist auch wieder so ein Baum weggeändert, ey. So, und hier sind sogar Pilze. Das macht mir. Sie weg. Oh. Ich soll die Pilze wegrobben. So. Was sind. Betrachte das Schaf. Was Schaf? Was steckst du das alte Schaf? Das ist voll nett, das Schaf. Du machst es erst halt kalt. Du kannst das Schaf noch kurz betrachten, dann wird's rot und dann ist es weg. Ah, ich treff gar nicht. Schande, ey. Nicht ein Schwert. Also ich habe eins, aber für solche Sachen gebe ich dir gar nicht mein schönes Schwert nicht. Ich habe selber ein Schwert. Ich brauche kein Almosen. Arme Schaf, ich habe ein Holz. Junge! Boah, das Amateur. Ist erstmal mal. Ich glaube, wir stehen weit. Unglaublich hier. So ein Fehlverhalten gegenüber mir. Oh, Joshua ist gerade angekommen, ICQ. Ich bin eine Respektsperson. Holen wir ihn dazu. Ja, oder? Können wir machen. Ja. Erst nach dem Part. Ja, schon logisch. Das ist eine Kuh, wir brauchen Leder. Den können wir auch mal ansprechen hier. Dass wir vorhaben, ein neues Let's Play zu machen. Und zwar Let's Play Stronghold 3. Originalversion. Und auf jeden Fall haben wir da erstmal vor, die Wirtschafts- und die Militärkampagne. Nein, ich verhungere! So heißen die, oder? Ja. Wirtschafts- und Militärkampagne zu Let's Playen. Wo bist du, Richie? Ich verhungere. Hast du nicht zuweilweise zu essen für mich mit? Ne, ich verhungere auch gleich. Und das wird dann so aussehen, dass ich die Militärkampagne mache. Und Joshua, der gerade nicht da ist, macht die Wirtschaftskampagne. Ich mach gar nichts. Ja. War wieder klar. Unmöglich von mir, finde ich auch. Oh, ich will jetzt nicht verhungern. Voll doofes Timing. Oh, shit. Muss halt ganz Hühnchen jetzt dran glauben. Nur mal so vorweg für die schönen Stronghold-Videos. Let's Plays. Gell? Ja. Nein. Ich habe heute schon mal Stronghold angespielt und hab schon das Gefühl, dass es ganz interessant werden könnte. Warum ein bisschen. Hä? Hat auf jeden Fall Potenzial, wollte ich sagen. Bauen wir bitte diese Grasteile ab, also weißt du, damit man diese Gras. Ich bin schon wieder weg. Wie bist du weg? Also schon wieder. In meinem Haus. Wie bist du in deinem Haus? Ich dachte, die hätten uns verlaufen. Nö. Ich hab guten Orientierungssinn. Da springt ein Schaf durch den Baum durch, coole Schaf. Kann jetzt erstmal mal richtig schön viel Holz holen. Ja, oh, ich wollte gerade lang gehen. Haben wir noch eigentlich Eisen? Dann müssen wir eigentlich mal Eisen zulesen. Jo. Was ich gerade mache, ist ziemlich sinnlos, weil ich bin nicht so schlüssig, was wir jetzt machen.
Ich hatte doch irgendwas vor. Du hast nie irgendwie einen Plan. Ich wollte unter meiner Etage noch einen Keller, noch eine Etage bauen, die wir dann miteinander verbinden. So einen Gemeinschaftsraum unterirdisch nochmal. Ach so. Oder wir könnten mal den oberirdischen Gemeinschaftsraum mal ein bisschen besser machen, der bis jetzt nur aus Steinen besteht. Da könntest du mal die Truhe verändern. Also das ganze Zeug da verlegen. Ja. Das wäre sehr toll. Das wäre wirklich super, super fair von dir. Alles zu seiner Zeit. Alles. Und ich hab dich verlaufen, das finde ich halt super, super scheiße. Da ist eine Schlucht. Da ist Holz. Wieso ist da Holz in der Schlucht, Richie? Weiß ich nicht. Kohle, was es alles gibt. Ich weiß nur, dass ich mich schon auf Stronghold freue. Tu das. Und alle anderen, beziehungsweise die Zuschauer auch, freut euch auf Stronghold. Ja. Man hört ja so, dass Stronghold 3 jetzt nicht so das neue, tolle Erlebnis sein soll, weil im Gegensatz zu den Vorgängern soll es eigentlich richtig schlecht sein. Aber bis jetzt von der Kampagne her kann ich das noch nicht sagen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist das. Es ist einfach zu schwierig, wenn Richie ist. Ja, das natürlich auch, das ist mir ganz klar. Nein. Oh, ich wundere mich gerade, warum ich sterbe, nur weil ich kein Essen mehr habe. Nee, aber hauptsächlich ist eigentlich das Blöde, dass es nicht mehr die Königsmacher, wie das heißt, da gibt. Richie, guck in deinen Ofen. So ein freies Spiel. Was ist? Nein, Ofen da. Ach so, rumöffnen. Oh, cool, danke. Du hast 64 Cleanstone gemacht. Aber eins ist für mich, ich brauche das ja auch noch. Ich war Hunger sonst. Oh, lecker. Hast du es nicht wirklich beide gegessen? Nein, nur eins. Was denkst du denn? Gut, werf mir bitte eins zu.